Eine Überraschung schon fast. Aus Kiew wird jetzt gemeldet, dass die Wagner-Söldner zurück sind in der Ostukraine. Seit Beginn des Krieges eine große Rolle gespielt. Dann aber der Rückzug. Wir wissen alle, nach dem Tod des Wagner-Chefs Prigozhin gab es viele Gespräche darüber, wie es weitergeht. Sie sollen zurück sein. Was kann das bedeuten? Ich war selbst oder bin selbst überrascht, als ich das gelesen habe, weil mir stellt sich natürlich sofort die Frage, wer führt den Laden? Wer ist denn jetzt der Mann an der Spitze? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wagner-Truppe, also ich sag mal die Truppe, so würden wir es ja bezeichnen, auch wenn es Freischärler sind, dass die da freischwebend irgendwo im Raum anknüpfen an das, was sie da zuletzt gemacht haben. Da muss irgendeiner das Sagen haben und irgendeiner muss da die Führung haben. Und erst wenn ich das weiß, also erst wenn mir bekannt ist, wer ist da an der Spitze, dann kann man in etwa eine Absicht abschätzen. Es sei denn, dass sich diese Wagner-Kräfte, auch wenn sie so genannt werden, in die russischen Streitkräfte eingegliedert wurden. Kann ich aber auch wieder nicht glauben, dann hätten sie eine russische Uniform an und nicht die Uniform der Freischärler. Also eine Gemengelage, bei der ich derzeit noch keine Lösung weiß. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.